Freut mich sehr, dass ich hier sein kann. Und ich frage mich die ganze Zeit, ob ich mir selber ein Bein gestellt habe, dass wir unsere Plätze getauscht haben, weil ich habe eigentlich keine Botschaft heute. Botschaft sollte am Ende kommen. Ich hab nur ein paar Folien mit ein paar Ergebnissen und so weiter. Andererseits spart es mir etwas Arbeit, weil ein paar Sachen muss ich nicht erklären. Nämlich das muss ich nicht erklären. Haben Sie schon gemacht? Was ist Intelligenz? Und es ist eine Frage, die mich auch überhaupt nicht so interessiert, auf jeden Fall nicht in Zusammenhang mit meiner Forschungsarbeit. Aber ich würde das vielleicht trotzdem so gerne erklären. Was sind die Unterschiede? Und es ist natürlich ein altes Spielchen, aber ich würde jetzt im Sinne dieser Veranstaltung so angehen. Das eine hat einen Hirn, das andere hat keinen Hirn. Und die zweite Beobachtung ist, das eine ist intelligent vielleicht, je nach wie viel intelligent, welche Art der Intelligenz, und das andere ist wahrscheinlich definitiv nicht intelligent. Aber ein wichtiger Unterschied, das eine bewegt sich und das andere bewegt sich nicht, auf jeden Fall nicht in gleicher Interpretation von dem Wort. Und deswegen möchte ich mich eigentlich eher darauf konzentrieren, und das Video zeigt eigentlich, worum es geht. Also die Frage nach was ist Intelligenz, möchte ich eigentlich lieber so angehen, nämlich was ist Bewegung? Und die Frage zu dem Video ist, wieso sieht das so natürlich aus? Wieso sind das natürliche Bewegungen? Man würde fast sagen menschliche Bewegungen. Und Grund dafür ist ganz einfach und wurde schon ziemlich früh im letzten Jahrhundert von Edward Muybridge studiert. Der hat solche Aufnahmen gemacht und daraus versucht zu analysieren, wie menschliche Bewegung eigentlich funktioniert und wie man das darstellen kann. Und in Mitte der 80er Jahren kam da so ein Modell, das nicht ein perfektes Modell ist, aber schon ein sehr praktisches Modell. Und dieses Modell sagt, wenn ich eine voluntary movement, eine geplante Bewegung beobachte, dann kann ich dadurch sehr gut eine fünfte Ordnung Gleichung fitten und damit die Bewegung vorhersagen. Das stimmt ziemlich gut. Es ist nicht perfekt, aber es stimmt ziemlich gut. Damit sind wir natürlich nicht fertig, weil ich schaue mir jetzt zum Beispiel diese Daten an, das sind Daten, die wir vor einigen Jahren aufgenommen haben, kannst du solche Modelle auch für Fingerbewegung einsetzen. Und da kommst du auf die Gründe, wieso solche einfachen mathematischen Modelle eigentlich funktionieren. Und das hat zu tun mit Dynamik und so weiter und mit Energie. Und das ist relativ gut zu interpretieren. Aber schaust du dir Fingerbewegung an, dann passen die Modelle eben nicht mehr. Und wenn die ganze Bewegung etwas komplexer wird, dann brauchst du auch komplexe Modelle. Eine andere Art, um sich solche Bewegungen dann anzuschauen, ist zum Beispiel die folgende. Also wir schauen wieder Bewegung an und schauen auf, was die Muskeln machen. Und was Sie da sehen, ist eine Aufnahme von der Aktivität eines Muskels. Es ist mein Muskel übrigens. Und das kann man messen, indem man elektromyographische Elektroden, EMG-Elektroden, auf dem Arm aufklebt und damit die Spannung elektrisch ableitet. Und da kommt man auf ein ganz einfaches Modell und kann sagen, gut,
die Geschwindigkeit, die ich in dem Gelenk oder wie auch immer von dem Muskel feststelle, ist sowas wie irgendeine Konstante mal diese Aktivität, die ich da elektrisch gemessen habe, plus ein Fehler. Passt ein bisschen. Und da kann man sowas einsetzen, dann haben wir einen Roboterarm genommen und jemand, der den Roboterarm steuert, und er hat auf seine Arme, wie Sie da sehen, die schwarze Blöcke, das sind EMG-Elektroden und die messen eben seine Muskelaktivität in 8 Stück, glaube ich. Und die Signale, die man da rauskriegt, sehen Sie oben links. Da gibt es dann einen Vorverarbeitungsschritt auf Machine Learning Basis und dann einen Nachverarbeitungsschritt auch wieder auf Machine Learning Basis. Das haben wir dann eben nicht linear gemacht mit rekurrenten neuronalen Netzen. Eine Menge Details, die hier nicht wichtig sind. Aber wenn man das gemacht hat, so ein System aufgebaut hat, da kann man Folgendes machen. Im ersten Schritt werden Daten aufgenommen, in denen wir einerseits die Muskelaktivität in Echtzeit messen, mit diesen 8 Elektroden, und andererseits auch die Position von Handgelenk von, das ist Jörn Vogel, der das macht, von Jörn. Auf seinem Handgelenk sehen Sie so ein kleines weißes Ding, das sind Markersterne, die eben von diesen Kameras, die angebracht sind, erfasst werden, und daraus können wir dann in Echtzeit seine Handposition und Orientierung messen. Das heißt, wir haben erst eine Minute, in dem wir Daten sammeln und gleichzeitig wissen, wo ist der Arm, wo ist das Handgelenk und was machen die Muskeln. Und nach dieser eine Minute kann der Markerstern abgenommen werden. Das Netzwerk wird trainiert und dann können wir es einsetzen, um nur aus der Muskelkraft die Armbewegung vorherzusagen und das dann auf die Geschwindigkeit vom Roboter zu setzen. Wissen wir damit, was Muskelbewegung ist? Was Bewegung ist? Natürlich nicht. Wir haben nur irgendeine Rechnerbeschreibung von, was die Muskeln in dem Moment machen, um eine bestimmte Bewegung durchzuführen. Das ist natürlich eine ziemlich sinnfreie Übung, weil das ist eine sehr schlechte Art, um einen Roboter zu steuern. Erstens kosten die Elektroden 10.000 bis 20.000 Euro und die Schnittstelle muss trainiert werden. Es ist langsam, es ist ungenau. Aber man kann es natürlich auch anders einsetzen. Und was wir deswegen gemacht haben, ist geschaut, ja, kann man diese Schnittstelle nicht für behinderte Personen benutzen, und wir sind dann in Kontakt getreten mit 2 Patienten mit spinaler Muskelatrophie. Das ist eine Krankheit, in der die Alpha-Motoneuronen im Rückenmark sterben über längere Zeit und das Muskelsignal dann eigentlich verschwindet. Sie sehen hier ein Beispiel von ein normales Muskelsignal unten. Oben, Entschuldigung, und unten das von einem Patienten, wo ich ein Spiking von ungefähr 10 Hertz sehe. Sieht so aus, als würde das natürlich nicht gehen mit so einer Schnittstelle, aber trotzdem kann man, wenn man genau genug ist und das System genug trainiert, kann man tatsächlich auch diese Muskelaktivität einsetzen für Patienten. Und das Nette hier ist, trainieren dauert ungefähr eine Viertelstunde, das heißt, man braucht eine Viertelstunde vorher mit dem Roboter, mit dem Patienten, um die Schnittstelle, die Parameter richtig zu schätzen. Und nach dieser Viertelstunde kann man tatsächlich dann solche 2, in dem Fall 3D-Bewegungen ausführen, um Objekte zu greifen und wieder zu platzieren. Das ist allerdings Forschungsarbeit, darf man nicht vergessen. Das System ist so nicht einsetzbar für solche Patienten. Da gibt es eine Menge lästige Probleme, die zu lösen sind. Zum Beispiel das Anbringen von Elektroden ist eben nicht so ganz einfach. Die Signale müssen ziemlich gut konditioniert werden. Langzeitmessungen haben wir nicht länger als 2, 3 Stunden und so weiter und so weiter. Da muss noch eine Menge passieren, bevor wir das tatsächlich in unserem Verein umsetzen können. Wir bräuchten auch Geld, aber das ist wieder eine ganz andere Sache. Gut, also
nette Schnittstelle für so einen Fall, aber eben nur eine nette Schnittstelle. Wir wissen noch immer nichts über Bewegung. Man kann also einen Schritt weiter gehen und sagen, gut, ich kann jetzt die Handbewegung, Armbewegung, Fußbewegung kann ich beobachten, da aus Modelle machen. Ich kann Muskelaktivität messen und da aus Modelle machen und da aus irgendwas rechnen. Aber ich kann auch gleich zum Cortex gehen und schauen, ja gut, es gibt doch irgendeinen Zusammenhang zwischen was im Cortex, im Motorcortex passiert und was für eine Bewegung da ist, auch wenn der Zusammenhang umstritten ist. Aber man kann tatsächlich dann im Cortex schauen und sagen, ich nehme die Signale daraus und versuche ein Modell zu machen, indem ich sage, ja, vielleicht ist die Geschwindigkeit von meinem Arm ist irgendeine Konstante mal die Spiking Frequency von einem Neuron in meinem Motorcortex oder vielleicht ist der Kraft von einem Gelenk irgendwie linear zusammenhängend mit dieser Spiking Frequenz plus irgendein Fehler. Und solche Modelle gibt es. Wir haben das auch mal eingesetzt in einer Kooperation mit Brown University, das ist schon wieder etwas älter, aber basierend auf diesen Vorarbeiten an Brown University, wobei ein Elektrodenarray in Größe von 4x4 mm implantiert wurde bei ein paar Patienten im Motorkortex und die Aktivität, die Spiking Activity von den Neuronen eingesetzt wurde, um dann eben zu verstehen, was für eine Bewegung ausgeführt wird oder würde. Und das ist ein Beispiel von den Daten, die wir dann in 2011 aufgenommen haben, wobei wir einen Roboter vor dem Patient platziert haben, oder den Participant, muss ich sagen. Und wir haben den Roboter vordefinierte Bewegung machen lassen, nach vorne, nach hinten, nach links, nach rechts, nach oben, nach unten und gleichzeitig die kortikale Aktivität im M1-Motorkortex gemessen. Und man sieht da zum Beispiel, dass in einem Kanal, wenn der Roboter nach links geht, oben, dass dann in dem Moment, wo der Roboter nach links geht, der Linie in der Mitte, dass dann die Spiking Frequency hochgeht. Aber in dem Moment, wo es angekündigt wird, der gestrichelte Linie, dass da noch nichts passiert. Also das ist wirklich ein Neuron, wovon man sagen kann, Aktivität nimmt zu, wenn ich mit dem Roboter nach links fahre. Anderes Neuron für nach rechts, ein anderes Neuron für Hand auf und zu. Und das ist auch relativ einfach, um eine Abbildung zu finden zwischen wie die Neuronen aktiv sind und was für eine Bewegung tatsächlich gemacht wird. Und das kann man dann einsetzen, um eine Bewegung direkt aus dem kortikale Aktivität zu generieren. Das ist eine Patientin mit einem Brainstem Stroke, hatte sie 15 Jahre vor dem Experiment erlitten und hat das Implantat 5 Jahre getragen, in dem Moment, als wir mit den Experimenten angefangen haben. Das heißt, es ist ein Langzeitimplantat, das langzeitstabil ist und auch nach so einer Zeit noch ein bisschen brauchbare Signale liefert. Das heißt also, ich kann aus dem Cortex kann ich Bewegung ablesen oder sowas ähnliches. Ich kann es auf jeden Fall abbilden auf eine gewünschte Bewegung. Das Implantat wurde dort platziert, wo Handgelenksbewegung ist. Was sie also eigentlich versucht zu machen, ist ihr Handgelenk zu beugen, knicken, Abduktion, Adduktion und Rotation zu machen, um die Bewegung herzustellen. Und das funktioniert mehr oder weniger gut. Die Tatsache, dass wir aus dieser Aktivität auch Geschwindigkeiten kommandieren können, heißt natürlich nicht notwendigerweise, dass man im Motorkortex Geschwindigkeiten definiert. Es gibt auch Leute, die sagen, es sind da eher Kräfte, die da generiert werden, es sind da eher Positionen, die da generiert werden. Es gibt da unterschiedliche Modelle. Und wenn man sich
sich das anschaut, wie funktioniert Bewegung eigentlich, dann hat man natürlich den Cortex und man hat das Kleinhirn und man hat das Spinal Cord und man hat da so einen Feedback Loop und ein paar von diesen Elementen sind bekannt, wie die funktionieren. Aber wenn man sagt, der Cortex ist unbedingt dafür notwendig, um Bewegung zu generieren, dann kann man auch sagen, vielleicht auch nicht, weil das ist dann ein etwas älteres Video, heutzutage macht man das nicht mehr so gerne. Aber das ist eine Katze, von der der Cortex weggeschnitten wurde. Und die Katze kann fast noch alles machen im tagtäglichen Leben, hat ein bisschen Schwierigkeiten mit Tiefe schätzen. Und die Männchen können nicht mehr paaren, aber sonst sind noch viele Aktivitäten vorhanden. Wie ist es möglich, dass wir solche Bewegungsintelligenz jetzt imitieren? Und die Frage möchte ich jetzt mal im Raum stellen und nicht beantworten, aber ich möchte jetzt zum nächsten Kapitel übergehen, Deep Learning, und der Herr Mainzer hat mir da schon einiges Vorarbeit geleistet, da bin ich ihm sehr, sehr dankbar, weil es ist immer, unangenehm, diese Sachen versuchen zu erklären. Ich hab bei meiner Vorlesung immer sehr viele Probleme damit zu erklären, wie ein neuronales Netz funktioniert, bis zu dem Moment, wo ein Student damit arbeitet und selber es programmieren kann und damit experimentiert und plötzlich funktioniert das. Aber die wichtige Nachricht, die auch Herr Mainzer schon erklärte, ist die alte, in Anführungszeichen, neuronalen Netze aus den 90ern. Das waren Systeme mit Eingänge, mit versteckten Neuronen in der Mitte und Ausgänge. Und es gibt Algorithmen, um eben die Parametrisierung von diesen Verbindungen zu lernen, damit das System eine vordefinierte Abbildung von x auf y lernt. Und dann die Revolution in 2006 eigentlich. Es geht zurück auf einen Paper von Hinton, der gezeigt hat, wenn man mehr versteckte Schichten in seinem Netzwerk anbringt, und deswegen heißt es auch Deep Learning, tiefe neuronale Netze, dann kann man tatsächlich besser generalisieren. Und das war nur möglich damals, oder es ist heutzutage nur möglich, weil man eben mehr Daten hat, aus denen man diese neuronalen Netze trainieren kann, erstens, und zweitens, vielleicht noch wichtiger, auch die Rechenkraft hat, um dieses Trainieren einigermaßen machbar durchzuführen, dass man nicht mehr Wochen oder Monate rechnen muss, aber nur noch Stunden oder schlimmstenfalls Tage. Nicht das Ende der Revolution, weil es spielt noch immer einiges. Eine wichtige Erneuerung aus den letzten Jahren ist, diese Systeme auch probabilistisch aufzusetzen. Das heißt, dass ich jetzt nicht mehr in so einem Netzwerk eine Punktvorhersage mache, aber eigentlich eine Wahrscheinlichkeitsvorhersage machen kann und die komplett aus meinen Daten lernen. Und das bedeutet auch, dass diese Netzwerke dann in dem Moment auch einsetzbar sind in sicherheitsrelevanten Anwendungen zum Beispiel, weil ich sage nicht mehr X, aber ich sage X mit einem Konfidenzintervall von so und so viel. Das hat einiges geändert und ein wichtiges Beispiel, das auch schon gezeigt wurde, ist das Konvolutionsnetz. Und das Konvolutionsnetz, das geht zurück auf einen Paper in 2012, hat gezeigt, dass diese Methoden performanter sind als Menschen, aber vornehmlich natürlich als bestehende Algorithmen, in zum Beispiel Bildklassifizieren, Zifferklassifizieren, solche Operationen, die mit Bilder zu tun haben. Eine Anwendung zum Beispiel ist von Google, die diese Netze einsetzt, um Hausnummererkennung automatisch zu machen im Street View und deswegen auch die Möglichkeit hat, um vorherzusagen, wo man hingehen sollte, wenn man in Google Maps eine Hausnummer in eine Straße eingibt. Weil die können eben automatisch erkennen, was die Hausnummern sind. Ein Paper von 2013, glaube ich. Anderes Beispiel, auch wieder von Google umgesetzt worden, ist der Einsatz von neuronalen Netzen für die Darstellung von Sprachen und auch für die automatische Übersetzung, das mittlerweile auch von Microsoft in Skype eingesetzt wird. Und die Methoden beruhen sich darauf, dass die hochdimensionale Sprachdaten komprimiert werden auf eine Art, die ähnliche Begriffe sehr nah beieinander führen. Und man sieht hier oben links ein Beispiel, wo dann eben ein hundertdimensionalen Vektorraum
in drei Dimensionen abgebildet werden, in so, auf so eine Art, dass ähnliche Wörter nah zusammenkommen. Und das kann man dann auch interessanterweise in unterschiedlichen Sprachen machen, unten rechts. Und das, das kann man dann sofort für die Übersetzung einsetzen. Sind keine perfekte Lösung heutzutage, aber sind Lösungen, die deutlich besser sind als die bestehende Lösung, die wir bisher hatten. Wie kann ich die Modelle jetzt für Bewegungskodierung einsetzen? Also die Idee ist die folgende. Ich habe eine Menge Sensoren, es sind Kameras, es sind wieder vielleicht diese EMG-Sensoren, es sind Inertialsensoren oder was auch immer. Und mit diesen Sensoren kann ich Bewegung auf irgendeine Art messen. Ich kriege also einen sehr komplexen, sehr hochdimensionalen Datenstrom. Ich kann den nicht sofort interpretieren, aber ich habe mit diesen neuronalen Netzen Möglichkeiten, um diese Daten auf einen latenten Raum, nenne ich das mal, abzubilden. Und dieser latente Raum ist irgendein ein niedrigdimensionaler Raum, die die Essenz der Bewegung darstellt. Und aus diesem latenten Raum kann ich dann wieder zum Beispiel einen Roboter regeln oder eine Hirn-Maschinen-Schnittstelle bauen oder eine Vorhersage über menschliche Bewegung machen. Was auch immer. Aber es geht darum, dass ich mit diesen Methoden eine Möglichkeit habe, um diesen komplexen Datensatz abzubilden auf irgendeine Darstellung, die tatsächlich was zu tun hat mit meiner Bewegung und nicht direkt mit den Daten. Ich zeige Ihnen ein Beispiel. Das ist ein Experiment, das wir 2013 angefangen haben, glaube ich. Und das ist so ganz einfach. Oben rechts in dem Video sehen Sie einen Finger und die Farbe vom Nagel ändert sich aus dem Druck. Das ist ganz klar, weil Blut verändert sich ja unter dem Nagel und deswegen, wenn ich fester drücke, wird es weiß, rot, wie auch immer. Und je nach wie ich drücke, ändert sich eben die Farbe. Und was wir gemacht haben, ist eine Kamera darauf gesetzt und diese Kamera beobachtet eben den Nagel. Und gleichzeitig messe ich Kraft und Torsion in einem Sensor, der darunter ist. Und mit so einem Konvolutionsnetz und noch ein anderes neuronales Netz kann ich daraus relativ einfach die Bilder abbilden auf eine Kraft. Und Sie sehen das in dieser Messung. In der Mitte, die schwarze Kurven sind die tatsächlichen gemessenen Kräfte, Fingerkräfte, Griffkräfte für den einen Finger und die rote Linie sind die vorhergesagte Kräfte gemessen nur aus dem Bild vom Nagel. Und das heißt, ich habe hier eine Art latenter Raum. Dieser Raum beschreibt meine Griffkraft basierend auf ein sehr hochdimensionales Signal, nämlich das Pixelbild, das direkt aus meiner Kamera kommt. Und ich kann somit eine Datenreduktion machen. Aber ein echter latenter Raum ist es natürlich nicht, weil ich weiß, ich definiere von vorne weg, wie mein Raum aussieht. Ich weiß, ich möchte jetzt Kräfte und Torsion sehen und ich kann definieren, ich möchte A, die Bilder, auf B, die Griffkräfte abbilden. Das ist hier ein anderer Ansatz. Und das geht dann zurück auf wieder die Konvolutionsnetze, die wir schon ein paar Mal gesehen haben, und auf dem Reinforcement Learning, das verstärktes Lernen, das Herr Mainzer kurz angedeutet hat. Und das ist hier ein Experiment, das in diesem Jahr von Google veröffentlicht wurde. Eine sehr interessante Arbeit, wo man gezeigt hat, man kann mit einem Rechner Folgendes machen. Ich nehme zum Beispiel das Spiel oben links, ich habe vergessen, wie es heißt, aber ich habe es ewig lange her auch mal gespielt. Und das Bild ist ein Eingang von meinem Rechner, von meinem neuronalen Netz. Gleichzeitig weiß ich auch der Score, also Punktezahl, wie viele Punkte ich erreicht habe. Und Ziel von dem neuronalen Netz zusammen mit Reinforcement Learning ist, um diese Punktezahl maximal zu machen. Mehr ist es nicht. Also das einzige Ziel, was definiert ist, Punktezahl 200 muss maximiert werden und das System hat aus Steuervariablen natürlich nur der Pack, der links und rechts gehen darf. Man kann das System jetzt autonom trainieren, das heißt, ich habe nur dieses Ergebnissignal als Input, habe ich nur das Bild und eben Score
Und nach ein bisschen Lernen und ein bisschen Lernen, das sind schon ein paar Stunden bis Tage, je nach Spiel, kann gezeigt werden, dass dieses neuronale Netz zusammen mit Reinforcement Learning eine Codierung in diesem latenten Raum, der nicht vordefiniert ist, in diesem latenten Raum eine Codierung macht, die sinnvoll ist, weil man sieht, hier oben rechts zum Beispiel, dass ähnliche Bilder, ähnliche Situationen sehr nah beieinander in dem Konfigurationsnetz abgebildet werden, auf eine Art, die sinnvoll ist, um dann mit dem Reinforcement Learning eine optimale Aktion zu definieren, um eben nach links oder nach rechts zu gehen. Und das Nette ist, Google hat gezeigt, dass sie das nicht nur für das Spiel können, aber die können das für 20, 30 von diesen Atari-Spielen. Genau das gleiche System, reingeht das Pixelbild, raus kommt die Aktion, ich gehe nach links oder nach rechts, und das System in ich weiß es nicht genau, 15 von 20 Fällen ist performanter als der Mensch in das Spielen von diesem Spiel. Ich weiß nicht, ob das Intelligenz ist, aber es ist eine Art, um darzustellen, ich kann tatsächlich, was wir nennen End-to-End-Learning machen, ein Bild rein oder mein Sensorwerte rein und irgendeine Aktion rausgenerieren, um ein Optimierungsproblem zu lösen. Man kann das auch in der Robotik machen. Das ist ein Video von Peter Abel in Carnegie Mellon University, wo ein sehr ähnliches Problem gelöst wurde, aber diesmal mit einem echten Roboter. Und der Roboter sollte unterschiedliche Aufgaben lernen. Das erste, was Sie gesehen haben, ist der Kleiderhänger aufhängen. Das zweite Problem ist eben diese Blöcke und so weiter und so weiter. Auch hier das einzige Kriterium, was gegeben wird an dem System, ist, hast du die Aufgabe gelöst, ja oder nein? Kommt das Bild rein? Hängt der Hänger, kommt der Block rein, und der Eingang ist natürlich auch das Bild und der derzeitige Position vom Roboter. Und nur mit diesen Informationen kann das System dann im Bildbereich lernen, was es tun sollte, um eben diese Aufgabe zu lösen. Es dauert ein bisschen, durchaus, es sind mehrere Stunden bis Tage auch wieder Lernzeit und mehrere Erprobungen, bis es geht. Aber das System ist erfolgreich und, was ganz wichtig ist, generalisiert ziemlich gut, auch wenn das Bild geändert wird. Zurück zum neuronalen Netzwerk, weil wir haben bis jetzt eigentlich Themen gesehen, in denen wir entweder ein Ziel definiert haben. Sie denken zum Beispiel an Griffkraft. Ich habe da definiert, was sind die Kräfte, die rauskommen müssen aus meiner Darstellung aus dem Bild. Oder eben, ich habe ein Ziel definiert, hängt der Kleiderbügel oder habe ich das Block einfügen können. Aber es gibt natürlich viele Fälle, wo ich das nicht habe. Und in dem Fall, das normale neurale Netzwerk hat einen Eingang X und es wird abgebildet auf einen Ausgang Y mit überwachtes Lernen. Aber es gibt auch Fälle, wo ich keinen Lehrer habe, wo ich keine Daten habe, die gelabelt sind, die mir den gewünschten Ausgang geben. Und dann kann ich Folgendes machen. Ich kann meinen Eingang X auf meinen Ausgang X abbilden. Und so ein Netzwerk nennen wir einen Autoencoder. Es kodiert also eigentlich die Identitätsabbildung. Und in der Mitte habe ich allerdings eine Darstellung, die von geringerer Dimension ist. Zum Beispiel nehmen Sie unten aus X ein Bild. Ein Bild hat vielleicht ein paar hunderttausend Pixeln, das ist ein Eingang. Das Bild möchte ich auf sich selber abbilden. Aber in der Mitte habe ich vielleicht nur drei Neuronen, das heißt, ich habe einen dreidimensionalen Raum, in der ich das Bild abbilden möchte. Und ich kann das Ding trainieren, ich kriege also unten einen Encoder, ein System, das lernt abzubilden, mein Bild auf irgendeinen Raum, wovon ich nicht spezifizieren kann, was der Raum genau machen wird. Und oben ein Decoder, ein System, das wieder das auf mein Bild abbildet. Und was kann ich damit machen? Hier sehen Sie ein Beispiel. Was wir da gemacht haben, ist, statt Bilder haben wir Positionen. Ich halte das Video mal kurz an, das ist nicht sinnvoll jetzt. Als Bilder haben wir Positionen, wie Sie da sehen, von einem Menschen im Raum genommen.
Das heißt, es ist mit Tracking-Daten aufgenommen worden aus einer öffentlichen Datenbank. Und die Position vom Handgelenk, vom Arm, von den Beinen, vom Körper und so weiter sind als Eingang für dieses Netzwerk benutzt. Und im latenten Raum haben wir zum Beispiel zwei Neuronen. Es sind tatsächlich fünf, die wir benutzt haben, aber zwei sind oft schon genug. Und was ich jetzt mache, ist, ich trainiere dieses Netzwerk nur auf diese Daten. Und was nach einer Weile passiert, ist eine Darstellung in meinem latenten Raum, wenn ich nur mir die latente Neuronen anschaue und sage, ich mache hier einen Plot, sehen Sie es in der Mitte, Hidden Neuron 1 gegen Hidden Neuron 2, ist es, wenn ich so einen Kreis mache, dann ist es eine Laufbewegung. Das heißt, das Netzwerk macht eine topologisch sinnvolle Darstellung von einer bestimmten Bewegung, die ich da an dem Netzwerk trainiert habe. Eins zu viel. Ich gehe nochmal zurück. Und im Video sehen Sie das auch. Das ist das Trainieren. Also rot sind die Originaldaten, blau ist das Trainierte in dem Netz. Und was ich danach machen kann, nachdem ich das trainiert habe, ist meine Daten weglassen, zum Beispiel das Laufen weglassen, und ich kann nur in meinem latenten Raum schauen und ich kann neue Laufbewegungen generieren oder eben ein Gelenk ausschalten und mein System kann lernen, das wiederherzustellen. Das heißt, in meinem latenten Raum, in meinem niedrigdimensionalen Raum, habe ich eine Art Darstellung, die zeigt, die inne hat, was tatsächlich Bewegung in dem System ist. Und das ist unabhängig von der Art von Daten, die ich da reinwerfe. Ich kann da Videodaten reinstoppen, ich kann da taktilen Daten reinstecken, ich kann da Tracking-Daten reinstecken. In dem Moment, wo mein System das trainiert und die Daten das hergeben, natürlich muss man dazu sagen, kann ich diese Abbildung machen. Und zum Thema taktilen Daten haben wir das dann auch versucht, das zu machen. Und das Prinzip ist hier ganz einfach. Es ist ein altes Problem in der Robotik oder eine alte Demo in der Robotik eigentlich. Ist nämlich Stabbalancieren. Und Stabbalancieren geht in der Robotik normalerweise so. Ich habe einen Roboter und ich tue darauf einen Stab. Ich weiß die Winkel von meinem Stab, ich weiß also, wie mein Stab steht. Und ich kann durch Lernalgorithmen oder eben durch Modellierung meinen Roboter so bewegen, dass der Stab balanciert wird. Aber in dem Moment, wo die Sensorik etwas komplizierter wird, geht das nicht mehr so einfach. Und deswegen, was wir gemacht haben, ist statt zu wissen, wo der Stab tatsächlich steht, wir haben einen taktilen Sensor genommen. Und diese taktile Sensor, Sie sehen das in dem Video, wir haben den Stab umgedreht, sonst ist es so lästig. In dem taktilen Sensor kriege ich einen Wert, der mir irgendwas erzählt über wie der Kontakt zwischen meinem Stab und meinem Roboter ist. Und oben rechts sehen Sie da Beispieldaten von diesem Experiment. In den Daten ist nicht sofort erkennbar, wann habe ich Erfolg und wann habe ich keinen Erfolg in meinem System. Aber ich kann mit einem Autoencoder diese Daten in einem latenten Raum abbilden, mit unüberwachtes Lernen. Ich kriege da einen latenten Raum, der irgendwas Sinnvolles darstellt. Und was sie in diesem Fall gefunden hat, ist eine Darstellung, wo ein hoher Wert von dem Neuron einen bestimmten Winkel von meinem Stab darstellt und ein niedriger Wert von meinem Neuron einen anderen Winkel von meinem Stab darstellt. Das heißt, der Winkelwert von meinem Stab wird implizit in dem neuronalen Netzwerk kodiert und statt aus dieser hochdimensionalen taktilen Raum dann mein Lernproblem zu lösen, muss ich das nur in meinem niedrigdimensionalen, kompakten, latenten Raum machen, der auf irgendeine Art die Bewegung von meinem Stab gelernt hat darzustellen.
Der nächste Trick ist dann ein bisschen lästig, weil was macht man mit den Daten da? Und statt Reinforcement Learning zu machen, das doch relativ aufwendig ist, haben wir uns dafür entschieden, eine andere Methode einzusetzen. Und diese heißt Entropie. Und Entropie ist eine Methode, die Empowerment ist eine Methode, die maximale Entropie in einem System bestimmen kann. Und nur wenn ich die zwei Integrale lösen kann, kann ich in dem System tatsächlich maximale Entropie berechnen. Und Sie sehen unten links, wenn wir das gemacht haben, findet das System in der Mitte, wo der Stab in der Mitte steht, bei geringster Geschwindigkeit, ist mein optimaler Punkt. Ich habe da maximale Entropie in meinem System und maximale Entropie in meinem System heißt, dass ich maximale Anzahl Möglichkeiten habe, um weiter zu optimieren. Das ist nicht so ganz trivial, das zu machen, weil eben diese Integrale nicht tractable sind. Ich kann sie nicht lösen, ich kann sie nicht numerisch lösen. Dafür setzen dann wieder neuronale Netze ein, um diese Terme, die da drin stehen, zu approximieren. Technisches Problem, aber kann gelöst werden, um eben ein System in einen optimalen Stand zu bringen, ohne Vorwissen heimzubringen. 5 Minuten, das schaffe ich locker, weil es ist meine letzte. Das heißt, also Bewegung geht für mich irgendwie in dem latenten Raum und es geht für mich irgendwie in der Intelligenz. Vielen Dank.